Hallo Leute, Teil 3 von Beachlife. Wir sind wieder im Urlaub. Schön. Ja, was gibt's zu tun? Mal ein bisschen gucken hier. Muss man auch immer mal wieder machen bei dem Spiel. Ist einfach schön und angenehm. Hier die ganze Atmosphäre eben, das Mediterrane, dieses ach, Palmen und Meer, ach, ist schon schön. Ist im Winter fast noch besser zu spielen wie im Sommer eigentlich. Wobei, wenn ich gerade rausgucke, wir haben zwar Sommer, aber ich würde es dann nicht Sommer nennen. Denn es regnet gerade in Strömen, deswegen macht das Spiel auch doppelt so viel Spaß. So, gut, jetzt ist morgen früh hier, 16:45, da passiert hier natürlich nicht wirklich viel. Das ist auch von daher gut, da ertrinkt wahrscheinlich keiner. Aber wir könnten das Ganze mal nutzen, um hier weiterzubauen. Was fehlt uns denn noch? Ein Apartmentgebäude. Das können wir machen, wenn das Hauptgebäude voll ist. Das ist natürlich relativ teuer, das sieht man. Ein Café, das wäre auch mal noch fällig. Wo bauen wir dich hin? Hier fehlt uns ein bisschen der Platz. Wir müssen, glaube ich, hier weitermachen. Das können wir eigentlich auch problemlos, denn hier haben wir ja genug Platz. Aber ihr seht schon, da ist mal wieder ein Busch im Weg. Naja, das haben wir jetzt schnell gelöst. Der war's, der Bösewicht. So, und jetzt geht das nämlich hier hin, eigentlich. Was ist denn jetzt hier im Weg? Der andere Busch. Sollen wir die auch mal noch wegnehmen? Nee, lassen wir. Das passt so. Und damit die jetzt hier ein bisschen besser durchkommen, werden wir hier noch ein paar Korrekturen machen. Die Büsche sind da nicht schön. Und hier hätte ich gerne eine Straße durch, beziehungsweise einen Weg. Und hier auch. Hier den Weg durchziehen. So. Und wo wollte ich noch einen Weg durchziehen? Eigentlich hier. Sonst müssen sie hier außen rumlaufen. Das ist ja auch ein bisschen doof. Lasst uns mal gucken. So, die Musik hat aufgehört. Das ist meistens, dass es dann den Morgen langsam einläutet. Tja. Und noch eine Lampe dazu. Dann nehmen wir jetzt aber die. Denn diese Lampen hier, die sind wesentlich weniger anfällig kaputt zu gehen wie die hier. Diese. Kosten genau gleich viel. Frag mich nicht, warum das so ist. Das ist einfach so in dem Spiel drin. Also werden wir jetzt mal zu diesen Lampen übergehen. So, eine hier. Und eine da. Dann können die auch im Dunkeln ins Café gehen. Wenn das dann auf hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das 24 Stunden auf ist. Wahrscheinlich nicht. Der Spielsalon, der hat 24 Stunden auf. Aber auch erst, wenn er fertig gebaut ist. So, okay. Weiter geht's. Die Leute müssen doch eigentlich jetzt schon wesentlich zufriedener sein. Hier sehen wir beim Hauptgebäude, die sind sehr zufrieden. Also die Betten gefallen ihnen. Bla bla bla, sehr gut. Sehr gut, das heißt, die sind auch mit dem Preis einverstanden hier. Mit den 140, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen rauf. Und behalten das im Auge. Weil irgendwann sagen sie, eben, das ist doch hier nicht irgendwie das Rio Palace. Was soll denn das, dieser Preis, das geht nicht. Und dann werden sie sauer. Und wenn sie sauer werden, wollen sie gehen. Dann lassen sie das Geld nicht da. Und das ist für uns als Inselparadiesbesitzer natürlich tödlich. So, hier wird gesägt. Sehr schön. Das freut mich, wenn gesägt wird. Und hier wird geputzt. Das ist auch schön. Seht ihr hier die Putzfrau? Macht schön die Sachen weg. Eimer haben wir eigentlich. Die Duschen stehen auch. Das ist alles gar nicht so schlecht. Dann lasst uns mal noch das Restaurant in Angriff nehmen. Das müssen wir irgendwo hier hinten hin tun, wo es Platz hat. Oder wir könnten es hier vorne hinstellen. Das geht, glaube ich, genau nicht. Doch, das geht, das passt hier hin. Aber wir bauen nachher noch eine Themenbar, was ich gesehen habe. Dann können wir jetzt das Restaurant auch hier hinstellen. So, das ist doch gut. Das schreit danach. In meinem ästhetischen Auge, dass hier noch eine Lampe hingehört. Genau, zwei Lampen sogar. Da sind wir großzügig, da gönnen wir uns was. Und hier hinten auch noch, damit das auch in der Nacht ein bisschen nach was aussieht. So, und die Bauarbeiter arbeiten und arbeiten. Ich glaube, wir können keinen zusätzlichen mehr einstellen. Das haben wir. Kann das sein? Ja. Die sind eigentlich alle glücklich und zufrieden. Gut, eingeteilt sind sie auch vernünftig. Das heißt, warten. Was anderes können wir jetzt nicht machen. Doch, schneller stellen könnten wir. Das Tempo hochdrehen, genau. Damit hier ein bisschen was passiert. Aber dann rennen sie hier und wuseln sie wieder. Ist mir fast ein bisschen zu hässlich schnell. Machen wir mal Mitteltempo. Da kommen 15 neue Gäste. Das gucken wir uns schnell an. Die kommen hier. Gut,
wir haben, wie viele Leute haben wir denn? 96? Ja, wir könnten jetzt hier natürlich auch gucken, wie die sich fühlen. Also das ist alles sehr detailreich hier an Statistiken. Aber ich gucke mir das ehrlich gesagt lieber so an, denn man sieht hier ja auch, dass es viele Leute sind schon. Der Strand ist doch relativ gut besucht. Hier holen sie die Surfbretter. Bestens. Wie sieht es hier hinten aus? Nee, da ist nicht wirklich viel los. Das ist auch okay. Hier unten, der wird noch gebaut. Ah, aber die Surfbretter scheinen hier zu sein. Sehr schön. Lass uns mal ein bisschen näher rangehen. So, sind jetzt natürlich ein bisschen schnell unterwegs hier, die guten Leute. Erstens, weil es Urlaub ist, da bräuchte man sich wirklich nicht so zu beeilen. Aber das liegt primär natürlich daran, dass wir hier das Tempo erhöht haben. So, gehen wir wieder zurück in unsere gewohnte Position. Wie sieht es hier hinten aus? Supermarkt passt. Der Spielsalon steht auch. Gut, hier wird Restaurant gebaut, hier wird Café gebaut. Es sind immer noch erst zwei Leute ertrunken. Passt auch. Was kostet die Themenbar? 5000. Die bauen wir hier hin. Das wollte ich ja vorhin schon, beziehungsweise habe ich angedeutet, denn die passt hier sowas von perfekt rein. Dann haben wir da noch das kleine Wieselchen. Und dann machen wir da ein Lämpchen. So, welch liebevolle Sprache. Ist halt auch irgendwo ein liebevolles Spiel. So, wir könnten jetzt eigentlich, weil wir schon gerade mal dran sind, das sind hier eigentlich Gimmicks, die Lautsprecher und so. Wobei, nicht nur, also den Lautsprecher braucht man eben auch, wenn die Leute sich verirren und die Sachen nicht mehr finden. Deswegen machen wir das mal hier hin. Dann machen wir noch eine Parkbank hin. Einfach, weil es schön ist. Wo denn? Hier? Hier. Da kann man schön aufs Meer rausgucken. So, hier sind Fliegen, Leute. Wenn ich jetzt hier aus dem Baumenü rauskommen würde, hier oben, dann könnten wir hier eine Putzfrau rufen. Hier, Reparaturstatus. Putzfrau rufen, Handwerker rufen, dass sich die mal darum kümmern. Da ist dann auch schon bald die Frage, ob wir nicht mal... Oh, es gibt keine freien Zimmer mehr, sorry. Habe ich gerade gelesen. 100 von 100. Okay, das heißt, wir müssen ein Apartment bauen. Da fehlt uns aber, glaube ich, jetzt das Geld dafür. Müssen wir hier noch was bauen? Nein, ist alles gebaut. Doch, den hier, den Tretbootverleih, okay. Das Apartment fehlt uns noch. Das kostet fette 10.000. Okay, da müssen wir erst gucken, dass wir hier wieder zu Geld kommen. Und jetzt den Tretbootverleih bauen schon. Nee, da warten wir jetzt noch einen Moment, bis hier mal alles steht. Oh, das Restaurant steht, sehr schön. Das hat von 9 bis 4 auf. Also eher spät. Das Café hat von 9 bis 18 Uhr, also den ganzen Tag über eigentlich. Und jetzt haben wir es, 19.15 Uhr, das ist genau dazwischen, wo keines von beiden auf hat, okay? Und die Spielhalle 24 Stunden, sieht man hier. Das habe ich ja schon gesagt gehabt. Heute ist keiner ertrunken, das ist gut. Haben wir die 10.000? Nein, es ist hier noch am Rechnen, jetzt ist der Eisstand kaputt. Handwerker, dann gehen wir hier ein bisschen runter, dass das öfters inspiziert wird. Ist offenbar dringend nötig und wir stellen gleich mal noch einen zusätzlichen Handwerker ein. Geht nicht, okay, die sind alle fröhlich, dann können wir hier nichts machen. Außer hoffen, dass der relativ schnell zu Fuß ist. Wo war jetzt der Eisstand? Hier oben. Ja, wo ist er denn, der Herr Ingenieur? Doch nicht gekommen. Nein, definitiv nicht. Och, und hier ist eine Sauerei. Guck mal hier, überall Dreck. Putzfrauen, bitte putzen. Wir könnten jetzt sogar eine Putzfrau hierher rufen, wenn wir gerade eine sehen würden, die hier hinten. Wie mache ich das gleich nochmal? Hier. So, dass die hier hingeht. Wenn sie anständig ist, macht sie das nachher auch. Hoffen wir mal. Der Strom geht hier auch langsam flöten. Das heißt hier irgendwie die Stromgeneratoren, da, genau. Reparaturstatus schlecht. Da muss auch ein Handwerker hin, da müssen wir auch ein bisschen runter. Ihr seht, jetzt wird schon ein bisschen... Ja, sollen wir das schon tiefgründiger nennen? Ich würde mal sagen, ja. Muss man halt schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Denn hier die Sauerei, die könnte uns dann auch mal später noch zum Verhängnis werden. Ansonsten passt das. Wir müssen ja gucken, dass nicht 5 ertrinken. Das sieht nicht so aus, als würde das passieren. Jetzt haben wir die 10.000. Jetzt können wir das Apartment bauen. Und das machen wir natürlich.
Ganz schnell sollen wir das gleich neben das Restaurant bauen. Ich glaube nicht, dass die begeistert sind. Hier wäre doch das schön. Ja. Hier ist das gut. So, von hier hat es Treppen. Hier hat es keine Treppen. Dann machen wir doch noch welche. Und zwar ganz einfach, indem wir das hier weiterziehen. So, genau. Und ihr ahnt es. Das schreit nach Lampen. So. Gut, dann finden sie nämlich ihre Zimmer dann auch wieder, egal wie viel sie hier gebechert haben in dem Ding drin. Da sind doch schon wieder die Fliegen. Sag mal, gibt's das? Putzfrau rufen. Und wie sieht's mit dem aus? Immer noch kaputt. Sag mal, wie wär's, wenn hier mal ein Handwerker käme? Was machen die denn den ganzen Tag? Arbeitet jetzt gar keiner? Wir haben 2 Uhr nachts. 2 Uhr nachts. Doch, der hier, der arbeitet eigentlich. Ist halt nur einer. Kann man aber nicht ändern. Wir könnten natürlich mehr Handwerker einstellen, indem wir nochmal einen Handwerkshof bauen. Haben aber das Geld nicht. Also das ist nicht begrenzt, die 5 Stücke. Das bei der Putzfrau und so weiter auch nicht. Sondern da muss man halt einfach weitere Gebäude bauen. Und dann hat man nachher natürlich die doppelte Anzahl zur Verfügung. Aber das passt mir jetzt hier überhaupt nicht, dass der Handwerker hier nicht vorbeikommt. Wo ist er denn? Das ist eben dann auch das Problem bei größeren Parks später, dass die Leute dann einfach die Sachen nicht mehr finden. Und da sind eben Schilder hilfreich oder auch hier diese Lautsprecheranlage. Guck mal hier. Schön mit den Lichtlein. Das passt doch. Das geht schon. Funktioniert. Geld 3800. Jetzt müssen wir mal gucken, was kostet denn hier das letzte Ding, was wir noch bauen müssen. 6000 der Tretbootverleih. Das müssen wir noch abschließen. Was ist denn hier noch nicht gebaut? Irgendwie, da fehlt noch was. Müssen wir nachher nochmal schnell gucken. Ah, hier unten natürlich. Da sind sie ja jetzt gerade dran. Gut, wenn wir hier auf den 6000 sind, dann können wir den Tretbootverleih noch hinstellen. Dann müssen wir das geschafft haben. Aber das ist ja ganz krass, wie lange das geht, bis das hier repariert ist. Hallo, Herr Handwerker. Also wenn das jetzt eine Mission ist, die weitergehen würde, dann wir kämen nicht daran vorbei, hier nochmal einen Handwerkshof hinzustellen. Da sind offensichtlich die 5 Handwerker einfach zu wenig. Also offensichtlich ist gut. So, steht hier unten das Ding? Nee, da schustern sie zu zweit dran rum. Hier wird gebaut, gebaut, gebaut. Gut. 5-5, wir nähern uns dem Tretboot-Dingens. Aber jetzt verdienen wir gerade nicht wirklich viel Geld. Ist halt morgens um 7. Um 11 kommen wieder neue. Okay. Tag 3 haben wir. 5500. Na los. Immer noch kaputt. Wenn ich den wenigstens mal sehen würde. Aber das können wir eigentlich so machen. Der war's. Gut, die sind auch alle untermotiviert. Denen müssen wir mehr Geld geben. Entlassen könnte ich den auch. Ich möchte den jetzt eigentlich angucken. Geht das nicht? Ich dachte, das geht irgendwie. Hier ist einer. Der macht gerade Feierabend. Tschüss. Geht's noch? Hier kaputt, du machst Feierabend. Was du denn für ein Handwerker? 5-5. Okay. Ja, der sagt auch, ich habe zwar noch jede Menge zu tun, aber Feierabend ist nun mal Feierabend. Na, das ist mir eine Einstellung. Da, jetzt kommt er wieder. Gut, du musst nicht auf den Plan gucken, junger Mann. Du musst hier das Teil endlich reparieren. Kapiert? Ja, ich glaube, jetzt kommt er. Jetzt musste ich sie mal manuell einstellen. Und was gefällt dir nicht? Die Sauberkeit, okay. Er geht ein bisschen schwimmen. Wir werden aber nie in den Pool gehen. Oh, der ist auch kaputt. Mitarbeiter rufen und kürzere Inspektionszeiten machen. Ja, eben. Also wir müssten dringend nochmal einen Handwerkshof bauen. Und auch nochmal eine Putzfrauen-Dingens hier. Denn wenn die Leute schon reklamieren, wobei es sieht jetzt rein optisch, sieht es hier relativ sauber aus. Also man sieht eigentlich nirgends diese kleinen Drecksschnipsel. Das soll jetzt nicht eine Beleidigung für die Schnipsel sein. Das sind nicht in dem Sinne Drecksschnipsel. sondern ganz einfach Dreckschnipsel. Hier das zum Beispiel. Das ist einfach grafisch umgesetzter Dreck. Da kommt jetzt eher auch die Putzfrau, die wird den gleich wegmachen wahrscheinlich. So, und hier wurde gesagt, irgendwas wurde jetzt gerade repariert. Ja, der Eisstand.
Der Pool offensichtlich auch, genau. Aktueller Reparaturstatus, das passt wieder. Wir müssen jetzt hier mal noch zu den 6000 kommen. Na, wird das noch? Hier kommen neue Leute. Da haben wir aber Glück, dass das hier hinten schon steht. Könnten wir auch noch ein bisschen teurer machen. Aber sie sind bei diesen Apartmentgebäuden ein bisschen heikler. Hier kann man nicht so weit drauf mit dem Geld, habe ich herausgefunden mal. Während man hier beim Hauptgebäude doch ordentlich eigentlich rauf kann. Das seht ihr, ist immer noch alles positiv. Bequemste Bett und so weiter. Wir könnten sogar noch ein bisschen rauf. Lassen wir jetzt aber bleiben, da wir eigentlich die Mission dann mal irgendwann abgeschlossen haben sollten, sobald wir den Tretbootkollegen bauen können. Fehlen uns noch 600, aber die kommen dann auf einen Schlag, sobald hier irgendwie gerechnet wird. Wir könnten jetzt eigentlich hier ein paar Bauarbeiter entlassen. Ist zwar gemein, aber dann seht ihr das auch mal. Denn die brauchen wir im Moment ja nicht. Nicht alle. Also den hier, den schmeißen wir mal raus. Okay, da wird halt sein Lohn dann noch abgezogen. Aber der steht dann wenigstens nicht mehr tagelang auf der Lohnliste. So, und jetzt hakt es gerade ein bisschen mit dem Geld. Wir bräuchten dringend noch diese 600. Haben wir vielleicht noch einen Turm zu viel gebaut. Wobei, lieber zu viel solche Türme. Oh, da braucht sie doch eine Putzfrau. Lieber zu viel solche Türme als zu wenig, denn es sind uns nur zwei Leute ertrunken von maximal fünf. Das kann auch anders ausgehen. Ganz klar. So, und bei den Klos ist halt noch zu sagen, wenn dauernd ein Klo so dermaßen versieft ist, dann wäre es natürlich auch Zeit, mal ein neues zu bauen. Irgendwo an einer anderen Stelle. So, jetzt immer noch 5,5. Immer noch 5,5. Okay, das heißt, wir sind schon über die Zeit drüber. Wir nehmen das mit in die nächste Folge und werden dann das letzte Gebäude dort bauen und kommen dann definitiv dann zur dritten Mission. Nehme ich mal an, nach der zweiten. Gut, danke fürs Zuschauen, Leute. Bis dann. Tschüss. So, ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Falls ja, oben rechts findet ihr zu den restlichen Folgen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Das könnt ihr gleich hier anklicken, unten rechts. Ja, vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Wäre schön. Tschüss.